Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich werde in diesem Beitrag nicht das wiederholen, was ich schon in vielen Redebeiträgen gesagt habe. Das Thema Stadtwerk funktioniert nicht. Ich werde nicht wiederholen, das, was ich gesagt habe, dass, obwohl neulich in einer Runde Vertreter aller Fraktionen gesagt haben, dass die Ausschreibung für die Netze, für das Stromnetz auf null zurückgesetzt werden muss, der Senat trotzdem, obwohl es offensichtlich der Wille aller Fraktionen ist, dieses nicht tut. Darauf will ich jetzt alles nicht näher drauf eingehen. Ich will auch nicht näher auf die Bitte meines Kollegen Uwe Döring eingehen, der mich gebeten hat, in meinem Beitrag noch mal intensiv anzusprechen, die Sanierung der Allendebrücke und der Langenbrücke, weil er die Furcht hat, dass er demnächst nicht mehr aus Köpenick nach Berlin-Mitte kommen kann. Auch das werde ich hier an dieser Stelle nicht weiter ausführen. Ich will zu dem Thema sprechen, zu dem wir noch keine Möglichkeit hatten, länger zu reden, nämlich zu dem aktuellen Thema der S-Bahn-Ausschreibung. Und der Kollege Gelper hat es schon angesprochen. Da wurde stillschweigend der Haushaltsvorbehalt kassiert. Und ich erinnere daran, dass im Jahre 2012, als es die intensive Diskussion gab bei der SPD, ob man da jetzt in die Ausschreibung geht oder ob man nicht rekommunalisiert in Form einer Direktvergabe, in Form der Inhouse-Vergabe, dann groß beteuert wurde, das Ganze, auch wenn jetzt ausgeschrieben wird, wir als Haushaltsgesetzgeber, wir als Parlament haben den Finger drauf, wir haben einen Haushaltsvorbehalt. Und deshalb wurde auch in die Ausschreibung geschrieben, ich zitiere, die Auftraggeber weisen darauf hin, dass die im Haushalt vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen qualifiziert gesperrt sind. Der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses wird über die Aufhebung der Sperre nach Vorlage einer anonymisierten Fassung der für den Zuschlag vorgesehenen Finanzierungsmodells entscheiden. Werden die Haushaltsmittel nicht freigegeben, behalten sich die Auftraggeber vor, das Vergabeverfahren aufzuheben. Kosten und Aufwertung werden in diesem Falle nicht erstattet. Soweit der Ausschreibungstext und soweit das, was die SPD-Fraktion damals meinte, durchgesetzt zu haben. Und ich frage, welcher Teufel hat euch geritten, von diesem Recht des Parlaments Abstand zu nehmen, sodass wir vor Zuschlagserteilung noch nicht mal über die Finanzierungsstruktur, über die Auswirkungen dieses S-Bahn-Vertrags als Parlament und sei es im Datenraum Auskunft bekommen können und Einblick nehmen? Das ist ein Blindflug, das ist ein Blankoscheck, das ist eine Entmachtung des Parlaments. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, einmal mehr habt ihr euch selbst entmachtet. Ihr seid an dieser Stelle wirklich nicht mehr ernst zu nehmen. Lauthals Ankündigungen und anschließend null und nichts. Und dann frage ich wirklich mal, weiß einer, was dieses Ding wirklich kostet? Der Kollege Geisel sagt, 370 Millionen Mehrkosten. Ich frage, Mehrkosten gegenüber was? Mehrkosten, wie sind die kalkuliert? Was kosten die Interimsverträge? Niemand weiß, was die Interimsverträge kosten, weil sie noch nicht abgeschlossen sind. Alles völlig unklar. Aus den VEs, die im Haushalt stehen, kann man nichts entnehmen, weil sich die verschiedenen Phasen alles überlappt, wann die Neufahrzeuge in Betrieb gehen, welche Zeiträume noch im Rahmen dieser Interimsverträge abgearbeitet werden müssen. Nichts ist klar, nichts ist deutlich. Niemand weiß, was finanziert werden muss und was die Kosten sind. Und ich finde, es ist ein Armutszeugnis für dieses Parlament und für diese Koalition, dass sie sich darüber noch nicht mal Rechenschaft ablegt.